Servus, ihr Schlawutzkis, Knochen wieder, hier. Heute fahre ich die beschissene Danae. Ja, ich finde sie beschissen, oder Danae, oder wie auch immer man sie ausspricht. Einer der bekacktesten Kreuzer, die hier gefahren bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach nur aufgrund ihrer, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Man sieht hier, 6 Eisergeschütze, 152 mm, 12,5 km Reichweite. Ja, Torpedos haben wir auch noch, 4 Drillings, Torpedowerfer. 533 mm, 6 km Reichweite und die Höchstgeschwindigkeit 30 Knoten. Wir gehen sofort rein ins Match. Ach ja, in Dienst gestellt übrigens 1918, also schon etwas älter der Kutter. Und Rang 4 natürlich bei den Briten. Ja, beschissen finde ich es, weil es lässt sich natürlich nicht schwierig steuern, das Schiff, aber es ist einfach so, diese Flugbahn der Granaten kotzen mich sowas an, die sind sowas von hoch. Und zusammengefasst mit der Geschwindigkeit ist das einfach schon irgendwie schwierig. Ich habe auch schon mittlerweile den Emerald Kreuzer ausgeführt. Ja, so spricht man es wahrscheinlich aus. Ich muss irgendwie zusehen, wie ich diese Sätze beende. Ja. Also den Emerald Kreuzer habe ich auch schon. Der ist bei weitem besser. Der beste war immer noch die Black Swan. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war noch richtig fun. War natürlich geil, wenn alle nur Black Swan gefahren sind. So, wir können endlich rein hier. Und ja, ich hoffe, es läuft ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe schon 2 oder 3 Mal probiert, etwas aufzunehmen. Das war nur Schrott. Wirklich nur Schrott. Die Schlacht beginnt. Ich meine, er sieht cool aus. Auch wenn ich mit so 1er-Geschützen echt nicht viel anfangen kann. So, mal gucken, wo ich hinfahren will. Hier, ja, so feuert er. Klingt jetzt nicht sonderlich berauschend oder so. Also ich finde, die Kiro klingt zum Beispiel, wenn die schießt, dann klingt es geiler. Muss ganz ehrlich sagen. So, wer packt denn hier vorne so eine beknackte Insel hin gleich am Start, ey? Das ist wie das eine Mal, wo ich mit dem Flugzeugträger unterwegs war und direkt vor mir schon eine Insel. Wo haben die mich da platziert, ey? So, den Kollegen decken. Naja, ich probier's mal irgendwie. Erstmal rüberfahren zu A, würde ich sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da taucht als erster irgendein Zerstörer auf. Gut, das war keine Kunst jetzt, das hier vorherzusagen irgendwie. Dazu braucht man keine Glaskugel. Einer soll zu C, okay. Torpedos sind bereit. Keine Ahnung, ob ich sie einsetzen werde. Wenn ich es wüsste, müsste ich hier ja nicht spielen. Okay, dann haben wir schon einen Zerstörer, den ich wahrscheinlich nicht treffen werde. Warum schieße ich eigentlich? Ist egal. Bin eigentlich gespannt. Wo sind meine Geschosse? Da kommen meine Geschosse. Ich sehe auch, wie hoch die fliegen. Das ist der Wahnsinn. Es gibt bei der Emerald nicht so extrem jedenfalls. Und ich habe trotzdem getroffen, zufälligerweise irgendwie. Da ist noch eine Danae. Ja klar, der ist schon ziemlich nah, wäre natürlich einfacher zu treffen, aber er hält. Und ich gehe mal davon aus, er wird jetzt rückwärts fahren, wegen den Torpedos. Kriegt er fast einen ab? Kriegt er echt noch einen ab? Ich glaube, der kriegt noch ein Torpedo. Nee. Nicht schlecht, der Specht. So, vielleicht sollte ich mich hier auf die Danae konzentrieren. Oh mein Gott, ich habe einen Hit! Fährt er gegen die Insel oder was machen? Nee. Scheiße. Wieder kein Treffer. Oh, der ist weg. Hängt der da fest? Der hängt tatsächlich da fest? Der hängt da fest? Ey, Zeit für Torpedos, oder? Oh, wenn die noch treffen. Das wäre der Knaller. Einfach weiter feuern hier. Vielleicht kann ich ja endlich mal... Oh! Oh! 13 Dell-Treffer hintereinander. Ich werde bekloppt. Oh, scheiße, Torpedos. Oh, 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 oh. Verlangsam, verlangsam. Bisschen gegendrehen. Die meisten fahren ja noch mit. Oh, guck mal, meine Torpedos hätten auch noch getroffen. Hätte er sich nicht rausbewegen können.
Drei Zitadellentreffer hintereinander. Was für ein Knaller, ey. Ja, viele fahren ja so, erstmal Captain hier, dass sie volle Geschwindigkeit fahren und dann irgendwie versuchen, den Torpedos noch auszuweichen und meistens dann noch reinfahren, einfach weil sie ihre Geschwindigkeit nicht zurücknehmen. Das sollte man natürlich bedenken. Da ist der Flugzeugträger, der muss irgendwie weg. Also werde ich jetzt zu dem rüberfahren. Das muss irgendwie klappen. Ich hoffe, ich krieg den noch. Ja, da meckert man über die Kiste hier, ne? Und dann ausnahmsweise kriegt man mal was gebacken damit. Ich meine, es gibt auf jeden Fall Leute, die da irgendwie besser mit umgehen können oder so. Aber ich hasse einfach diese hohen Flugbahnen, wie hier absäuft. Wahnsinn. Habe ich gespottet, da ist er. Jetzt ist die Frage, war ich das oder war es der Zerstörer bei B? Ich gehe einfach mal davon aus, ich hab's gemacht. Iron Jan. Mal aufpassen, dass auch noch New York. Ich hoffe, dass sie mich nicht sieht. Denn mit 12,5 Kilometern Reichweite werde ich sie wohl nicht treffen können. Ich komme mir so langsam vor, aber gut, die Sojo ist auch nicht so schnell. Kann ich also irgendwie einholen, hoffe ich. Ne, ich glaube, den werde ich hier nie treffen. Da kann ich meine Rohre noch so weit nach oben verbiegen. Naja, wer weiß. Okay, jetzt, wenn der weiter etwas näher kommt, dann ist es natürlich schon möglich. Aber bei diesen Flugbahnen hier, echt, das ist ein Albtraum. Unser Sieg ist in Sicht. Wird die Sujo mal schneller, oder? What the fuck is that? Ich komme gar nicht näher. Okay, ich bin in Reichweite, habe ja nur AP. Kurz warten. Tja, wie weit halte ich jetzt vor, ey? Puh. Ausnahmsweise meine Salve geschossen. Meistens mache ich ja Dauerfeuer, aber vielleicht treffe ich ja noch. Ui. Sieht man erstmal, wie lange die auch unterwegs sind, obwohl der gar nicht so weit entfernt ist. Aber das wird nichts. Da sieht man, sie sind so lange unterwegs, dass es so ein Albtraumhaft wird. Ein bisschen näher, aber auch nur um 200 Meter. Ich mache gar keinen Schaden an dem Teil, nicht mit der Munition jedenfalls, ne? Albtraumhaft, ey. Also sind zwei. Stimmt, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass hier zwei Flugzeugträger sind. Also einen müssen wir davon wegsammeln. Also da geht nichts dran vorbei. Wie ist die Königsberg schneller als ich? Also, weil die fallen nur schon fast 30 Knoten. Die New York kommt auch näher. Ich glaube, der will die beschützen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Die gehen, glaube ich, mehr oder weniger vorbei. Ja, ein bisschen am Heck könnte ich noch treffen, ja. Aber sechs Stück immerhin. Oh, 13,7 ist ja eine schon. Scheiße, der ist auch noch nicht in. Hier. Jetzt mal wieder klassisch schießen hier. Dauerfeuer. Na klar, der Vorteil von der Salve ist, die Geschosse fliegen etwas dichter zusammen. Oh fuck, den hätte ich ja fast nicht bekommen. Oh, in Reichweite! Und ich kann nicht wechseln. Fährt er von zu? Der fährt er von zu. Wieso fährt er von zu? Ist der auf Drogen oder was?
Ich glaube, so kriege ich keinen Zitadellentreffer hin. Von vorne. Jetzt sehen wir mal auch, wie die da einfach dran vorbeiziehen. Ich meine, die haben ja echt kaum noch Punkte. Wenn der jetzt noch weggeht, ich glaube, dann gewinnen wir. Das wäre es natürlich. Oh mein Gott. Verreckt doch einfach. Schon wieder voll der Tunnelblick, ne? Machen wir es mal so. Okay, Treffer. Ich bin ja selbst erstaunt, dass ich hier noch ein bisschen was gebacken kriege mit dem Kutter. Zitadelle! Zitadelle! Ich hänge in der Linie fest. Juhu. Noch ein Zitadellentreffer. Oh, verrecke! Wer einer killt mir den jetzt weg hier. Jetzt habe ich so lange drauf geaxtet hier. Ich brauche noch Zitadellentreffer. Irgendwas auf diesem Teil hier. Ich muss den versenken. Der hängt ja fest, ich glaube, der ist schon aufgegeben. Der hat keinen Bock mehr auf Leben. Yay! Oh, wir haben gewonnen! Super! Ich freue mich so. Ja, was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Hinterlasst ein Abo oder ihr tut es halt eben nicht. Ich kann euch ja nicht zwingen. Wir gucken mal kurz in die Teamwertung hier. Läuft. Naja, gut. Hätte besser sein können. Aber gut, ich bin ja auch nicht extrem infall gewesen hier. Ah, schön. Habe ich trotzdem noch ein bisschen was geschafft. Ja, also wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Haut rein, viel Spaß noch und bis demnächst. Ne? Ciao, ciao.